Das Thema des heutigen Tags ist das Wunder des bewussten Atmens auf der Basis des Anapanasati Sutras. Heute, das wird nicht eine Betrachtung im üblichen Sinn, sondern soll vielmehr eine praktische Übung sein. Das Anapanasati Sutra besteht aus 16 Schritten und in der Dhyana Plamvilit Schule ist ein sehr, sehr wichtiges Sutra. Es gibt kaum einen Vortrag heiß, in dem man nicht dieses Sutra immer wieder berührt. Manchmal in mehreren Abschnitten, aber in fast allen Vorträgen heiß ist dieses Sutra zu finden. Das heißt, es ist eigentlich alles über dieses Sutra gesagt. Ich will euch heute überhaupt nichts Neues mitteilen. Und alles über dieses Sutra kann man nachlesen in vielen, vielen Büchern. Es gibt ein Büchlein, das Wunder des bewussten Atmens. Es gibt ein Sutra-Buch, in dem stehen die 16 Übungen drin. Thay hat einen dreiwöchigen Retreat im Juni über dieses Sutra gehalten. Auch darüber kann man lesen. Von daher ist heute wichtig, dass ihr euren Verstand heute mal ganz klein macht und euren Geist öffnet für dieses Sutra. Dieses Sutra wollen wir heute erleben und nicht mit unserem Verstand verstehen. Also, nicht, wenn wir die 16 Schritte hören, dann sagen, was war der letzte, was war der vorletzte und ich will das auswendig lernen. Wenn man das will, kann man das machen. Wenn man das nicht will, ist es auch nicht wichtig. Keine Konzepte, sondern wirklich erleben. Und den Geist nicht auf Merken konditionieren, sondern einfach nur auf Präsenz. Es gibt diesen schönen Ausdruck des Dharma-Regens. Das heißt, ihr werdet heute nichts hören, was neu ist. Ihr kennt das alles. Und wenn vielleicht gegen Ende oder auch jetzt am Anfang schon, ihr einfach euch daran nicht konzentrieren drauf könnt, seid einfach nur präsent und lasst es einfach wirken, lasst es einfach in die Tiefe gehen, was ihr hört. Das ist für mich ganz wichtig, das soll das Ziel sein, diese 16 Stufen zu erleben. Man kann sowieso nicht in einer einstündigen Betrachtung dieses Sutra komplett abhandeln, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich will es euch einfach nur nahe bringen, sodass ihr es vielleicht auf den Weg nehmt und damit in Zukunft auch ein bisschen praktiziert. Das Sutra ist die Basis für Meditation. Wenn wir den Weg einschlagen, ein spirituelles Leben gehen zu wollen, dann gibt es drei Säulen. Die sind die Basis für diese Möglichkeit des spirituellen Lebens. Das erste sind die Silas, die Achtsamkeitübungen. Das ist eine vernünftige ethische Basis. Das zweite ist tiefes Schauen. Und das dritte ist die Meditation. Wenn ihr euch den Logo von Plum Village anschaut mit der Einsäulenpagode, dann steht außen im Kreis, stehen die drei, Dhyana, Meditation, Smriti, Achtsamkeit, Prajna, Weisheit oder tiefe Schauen. Ich werde immer wieder mal gefragt von Leuten, die mit Buddhismus wenig zu tun haben oder vielleicht auch nicht so einen spirituellen Weg gehen, ja, was bringt denn diese Meditation? Warum muss man sich denn da still hinsetzen? Warum meditiere ich denn? Unsere Individualität, nicht unser Selbst. Unser Selbst als solches können wir nicht beeinflussen. Aber unsere Individualität können wir sehr wohl beeinflussen. Die können wir beeinflussen durch Meditation. Unsere Individualität besteht im Prinzip aus fünf Dingen. Das eine ist unsere Körperlichkeit inklusive unserer Sinnesorgane. Das zweite sind unsere Gefühle. Die Gefühle sind beeinflussbar, das ist für jeden klar. Das dritte ist die Wahrnehmung. Wahrnehmung kann sehr unterschiedlich sein. Ich habe das gerade in den letzten Tagen sehr intensiv erlebt.
Und zwar habe ich an unsere Freunde in Vietnam ein wunderschönes Foto verschickt vom Isarwinkel. Vorne liegt glitzernd die Isar jetzt im Winter. Dahinter ist es verschneit. Dann kommt im Schatten zwischen Bäumen, sieht man ein paar Häuser und dahinter ist das Brauneck. Also so eine klassische Winterlandschaft, wie man sie bei uns kennt. Ich habe dieses Foto auch geschickt bekommen als Weihnachtsgruß von einer Freundin und mir fiel spontan dazu ein, Flower Fresh, Mountain Solid, Water Reflecting, Earth Firm. Und so habe ich das den Vietnamesen geschickt. Eigentlich allen, die ich kenne, ich habe so ein Rundmail an die Vietnamesen mit diesem Foto gemacht. 2 Tage später kam von einer Studentin die Antwort, und diese Studentin ist noch nicht sehr lange auf dem Weg, ich kenne sie, sie ist skeptisch, sie kommt aus extrem ärmlichen Verhältnissen und wird wahrscheinlich, so wie es sich jetzt entwickelt, unsere englische Übersetzerin in Zentralvietnam werden, also unsere Sozialarbeiter haben sie jetzt eingespannt und ich habe mit ihr über ihre Skepsis schon viel geredet. Es kam auf jeden Fall das Mail zurück. Ja, der Text unter dem Foto ist ja wunderschön. Ich habe das Foto angeschaut. Wenn ich mir vorstelle, dass du da lebst, das muss ja schrecklich kalt sein. Das ist ja ganz furchtbar. Also da möchte ich nicht sein. Dann kam Punkt, Punkt, Punkt. Und dann ging es weiter. Ja, aber du hast mir vor einem Jahr gesagt, ich soll die Dinge ein bisschen tiefer betrachten. Und dann habe ich gesehen, dass es ziemlich friedlich da sein muss, wo du bist. Das war eine Antwort. Also die hat auf jeden Fall schon mal 2 Aspekte gesehen. Von den anderen Vietnamesen kam fast durch die Bank, meine Güte, ist da wunderschön. Das möchte ich auch erleben. Die Sonne, wie die am Himmel glitzert und im Wasser sich widerspiegelt und der Berg ist auch da noch in dem Wasser. Es ist wohl kalt, aber du hast ja auch da noch geschrieben, dass im Frühling da die Blumen sind und Teil hat uns ja gesagt, dass die Blumen alle an diesem Flussufer sind. Meine Güte, du lebst im Paradies. Wahrnehmung. Unsere Willenstendenzen sind sehr wohl beeinflussbar. Ins Positive und ins Negative. Das werden wir auch bei den 16 Übungen jetzt spüren. Das wollen wir berühren. Und das Bewusstsein, unser eigenes Bewusstsein, genauso wie das kollektive Bewusstsein. Jetzt kann man sagen, ja, wieso das kollektive? Das steht doch. Das steht eben nicht. Weil unser eigenes Bewusstsein ist das kollektive Bewusstsein und das kollektive Bewusstsein ist unser eigenes Bewusstsein. Das heißt, hier ist ein ganz permanenter Austausch. Und wenn wir einfach über die Meditation an den Kern hinkommen, dann können wir erstens unser eigenes Bewusstsein verändern, was ich sehr intensiv erlebt habe in den letzten Jahren, seitdem ich den spirituellen Weg gehe. Und es hat sehr wohl eine Wirkung auf die Umgebung und sehr wohl eine Wirkung damit auch auf das kollektive Bewusstsein. Das heißt, das ist Individualität, die wir beeinflussen können. Wenn wir nichts zu beeinflussen hätten, würden wir nicht meditieren, könnten wir keine Freiheit suchen, keine Freude suchen, dann gäbe es das alles nicht, dann würden die Dinge stehen. Das ist die ganz, unser Selbst, so wie wir sind, das steht. Und Selbst und Nicht-Selbst, das wird ja auch im Herzsutra ganz klar gesagt. Und natürlich ist es ganz zum Schluss, wenn man ganz tief schaut, lösen sich auch diese 5 Elemente dieser Individualität auf. Valokiteshvara sieht, es ist nicht nur Form, sondern Form ist nicht Form. Und je tiefer ich in die Meditation reingehe, umso weniger wichtig werden diese Individualitätsmerkmale. Weil ganz plötzlich unsere Wahrnehmungen nicht mehr irrsinnige Reaktionen hinter uns ausüben, sondern ich komme ganz langsam in ein Gleichmaß hinein. Und genauso ist es mit unseren Gefühlen, die schlagen nicht aus da oben und dann sind wir kurz danach wieder da unten, was uns in eine unheimliche Unruhe hineinbringt, sondern ich komme in eine Gefühlsebene, die ganz langsam gleichmäßig ist. Und damit ändert sich unsere Individualität und ganz langsam kommen wir auch da in diese Auflösung. Ich bin dann nicht mehr der Choleriker oder der Hysteriker, sondern ganz langsam kommt Ruhe rein. Und das ist die Qualität, die uns die Meditation gibt. Deshalb ist es so wichtig.
Und die Meditation verhilft uns, und das ist ein ganz wichtiges Mittel, wirklich, so wie wir es gerade bei der Einführung geübt haben, ganz hier in diesem Raum anzukommen. Es spielt keine Rolle mehr, wo wir in der Früh waren, sondern wir sind jetzt hier und nur hier, auf diesem schönen Boden, in diesem wunderbaren Raum. Und wir sind jetzt zu diesem Zeitpunkt hier und nicht da, wie man heute früh ist. Für mich war es eine wunderschöne Fahrt. Wenn ich die aber hier mit reinnehme, dann bin ich nicht da. Dann ist es wohl schön gewesen, hier reinzufahren, habe aber von dem Tag nichts. Da war nur die Fahrt hierher wunderschön, sondern ich will ja hier sein. Und dazu dient Meditation auch. Tai hat einen sehr beeindruckenden Brief an seine spirituellen Schüler verschickt. Den Brief der kam natürlich auf Englisch. Dominik hat ihn auf Deutsch übersetzt. Dominik gehört zur Salzburger Sangha und ist ein enger Mitarbeiter auch im Maitreya-Fonds. Und direkt wie er fertig war mit der Übersetzung, war ich bei ihm. Und er hat gesagt, er hat den Brief deshalb hauptsächlich übersetzt, weil er gesehen hat, was für knallharte Wahrheiten drin sind. Eingebettet in fast einen märchenartigen Rahmen, aber dann wieder sehr, sehr direkt. Es geht hier nicht um eine spezielle Harmonie und eine Stimmigkeit zu erzeugen, sondern es geht darum, Klarheit zu sehen, wie Manjushri, der das mit dem Schwert diesen Schleier zerschneidet, diese Klarheit. Und in diesem Brief sind viele sehr, sehr klare Dinge drin. Und eins der Dinge ist das, was er am Anfang, und da möchte ich nochmal drauf eingehen, er spricht von seinem Sangha-Körper, von dem vierfachen Sangha-Körper, den Mönchen, den Nonnen, den männlichen und den weiblichen Laien. Und da gibt es die Shuatzi und die Kuzi. Die Shuatzi, das sind die Monastics. Das sind die, die sich entschlossen haben, auf den Weg zu machen. Und die sind auf dem Weg. Nicht auf dem Weg, um irgendwelche Karriere zu machen, sondern sie sind auf dem Weg zu gehen. Und sie sind in Bewegung. Und sie sind da, müssen sie sein, wo sie die Sangha hinschickt. Ich habe daran gedacht, es ist für viele schwierig in Waldbröl, für die Vietnamesen, da ist es kalt, sich daran zu gewöhnen. Und das ist von Teil eine ganz klare Aussage, ihr seid da. Und ihr braucht euch auch nicht mehr nach Plamville zurück, sondern ihr geht dahin, das ist euer Platz. Und es gibt auch noch manche andere Plätze, von denen ich weiß, wo die Monastics Schwierigkeiten haben, dort zu sein, weil sie dorthin geschickt werden. Das ist die Aufgabe. Und unsere Aufgabe als Kusi, die Ku sind die, die verweilen. Dwelling in the here and the now. Dort verweilen. Das ist eigentlich genau dieselbe Härte. Es geht nämlich nicht darum, dass wir als Laien diesem Sangha-Körper damit helfen, dass wir da umeinander tun und dahin und dorthin und ständig was anderes wollen, sondern das ist eine ganz klare Aussage, ich bin hier und da ich hier bin, ist es hier in mir und das ist meine Aufgabe. Egal, ob es mir gut oder schlecht geht, ich kann versuchen, da rauszukommen, aber ich darf mich nicht ständig geistig damit beschäftigen, dem davon zu laufen, der Situation, in der ich bin, dann hilft es gar nichts, sondern ich muss mich dieser Situation stellen. Das ist das, was dort sehr klar ausgedrückt wird. Ich habe die Verantwortung für meine Eltern, die haben die Monastics als solches nicht mehr. Ich habe die Verantwortung für meine Gesellschaft, für mein Umfeld, für meinen Beruf, für meine Angestellten, für meinen Arbeitgeber und so weiter. Und diese Verantwortung muss ich wirklich erfüllen. Das ist eins der vielen Wahrheiten, die in diesem Brief sehr deutlich dargestellt sind. Er schreibt auf der Reise, er hat, wie er in Indien war, nicht gesagt, ich bin im reinen Land, sondern ich bin in Indien und Indien ist in mir. Und er hat gesagt, und das sollten wir jetzt alle machen, da wo wir sind. Also wir sind jetzt hier in diesem Raum in Johanneskirchen und Johanneskirchen ist in mir. Das ist die klare Botschaft. Und da führt uns auch dieses Sutra hin. Wir haben bei der geführten Meditation
die Freude berührt und das Glück. Das ist was, was wir eigentlich permanent üben sollten. Das ist so der Beginn, der Auftakt, wenn wir reingehen in die Meditation, dass wir schauen, dass wir versuchen, einen freudigen Zustand immer wieder zu erreichen. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn man schlecht aufgestanden ist, auch wenn irgendwas uns sehr plagt. Immer wieder versuchen. Das funktioniert wunderbar dann, wenn ich es übe, wenn es mir gut geht und wenn ich es da konsequent übe und mich dann runterwirft, dann kann ich diese Freude und das Glück wieder neu berühren. Wir haben erst von den Wahrnehmungen, also dieses Foto, das kann sein, oh, der ist so kalt, da mag ich nicht hingehen. Oder aber so wie ich heute, wie ich in der Früh aufgestanden bin und dann habe ich diese Morgenröte gesehen und die Bäume waren so weiß, da hat sich in mir ein Glücksgefühl breit gemacht, die Sonne ist gekommen, der Tag ist gekommen, ich durfte den Tag begrüßen. Und so finde ich durch den Tag über permanent Dinge, die mir Freude bereiten und wenn ich diese Freude intensiv auslebe, sogar Glückszustände immer wieder bereiten können. Gestern Abend hat mir ein Freund gesagt, der sehr achtsam ist, der auch ab und zu in die Sangha kommt, hat gesagt, ja, ich habe jetzt mal geschaut, ich mache 645 Handgriffe jeden Tag im Haushalt. Er war erstaunt, was will er damit ausdrücken? Er wollte damit ausdrücken, dass er seiner Frau hilft, nämlich, dass er dreimal am Tag den Tisch deckt, den Tisch abdeckt, die Sachen in die Spülmaschine tut, danach den Besen nimmt und außen rumkehrt und das war's im Haushalt. Gut, das, was er da macht, war gut, das ist achtsam, immerhin kam er auf 645 Handgriffe. Dabei ist er mir aber gar nicht glücklich erschienen. Das konnte man nicht mitteilen. Da war wohl die Achtsamkeit jetzt in dem Fall verbessert, aber das Glücksgefühl und die Freude nicht. Auch nicht darüber, dass er seiner Frau hilft. Er hat einfach nur festgestellt, er macht 645 Griffe jeden Tag. Das ist der falsche Ansatz. Wir müssen versuchen, wirklich diese Freude immer wieder neu zu berühren. Das sollten wir üben. Und damit wir da wieder in Berührung sind, gehen wir einfach nochmal in die sechste Übung, die wir heute früh schon mal gehört haben und hören uns die jetzt nochmal ganz tief an und atmen sie in uns ein. Ich atme ein und empfinde ein Gefühl des Glücks. Ich atme aus und empfinde ein Gefühl des Glücks. So ist die Übung. Wenn wir durch die 16 Stufen gehen, steht die Freude und das Glück auf Stufe Nummer 5 und 6. Das ist sehr, sehr bewusst. Da hat uns der Buddha ein gutes Werkzeug in die Hand gegeben. Wir kommen erst zu unserem Atmen und entspannen unseren Körper, machen uns unseren Körper bewusst wahr. Und dann berühren wir als erstes Freude und Glück. Weil dann das tiefer schauen. Wenn wir das auf der Basis machen, wo wir nicht getragen sind von dieser Freude und dem Glück, dann kann es schwierig werden. Weil wenn ich dann andere Dinge entdecke, vielleicht negative Dinge in mir entdecke und habe nicht vorher Glück und Freude intensiv bewässert, dann komme ich in einen Konflikt. Also das ist wirklich wichtig, dass ich erst einmal wirklich Freude und Glück ganz intensiv berühre. Dieses Sutra fordert einen auch auf, um es dann wirklich zu erleben und leben, immer wieder dran zu bleiben. Ich kann mich erinnern, wie ich so ein halbes Jahr auf dem Weg war, habe ich mal Karl beim Vortrag gehört, wo er gesagt hat, ja, und ihr werdet feststellen, immer wieder werdet ihr runterfallen, immer wieder werdet ihr verzweifeln und ich weiß so gut, wie tief man verzweifeln kann, obwohl man glaubt, man ist schon ziemlich weit. Da dachte ich mir damals so als Anfänger, ja stimmt, habe ich jetzt auch schon erlebt, ich habe gemeint, jetzt wäre schon ein bisschen was und irgendwie hat es noch gar nicht so viel getan und habe auch schon die Wellen gemerkt. Es ist wirklich so, ihr werdet immer wieder spüren, dass ihr wunderbar in der Linie dieser Achtsamkeit seid
und auf diesem spirituellen Weg und plötzlich wieder irgendwelche Gewohnheitsenergien, von denen ihr längst glaubt, ihr habt sie überwunden, ihr habt sie transformiert, sie gibt's nicht mehr. Der Papa und die Mama in dem Bub ist weg oder in dem kleinen Mädchen und sie kommen wieder. Und sie sind wieder da und sie waren 5 Jahre nicht da und bumm sind sie wieder da und dann liegst du am Boden und sagst, ja, jetzt habe ich das schon, mache ich das und ich weiß es und mein Verstand weiß es und alles weiß. Und warum passiert mir das? Und dann kommt die ganz wichtige Fähigkeit, jetzt zu sagen, ich stehe jetzt auf und ich gehe weiter. Und das heißt auf dem Weg bleiben. Das ist Tatkraft, das ist Virya. Eine Qualität, die wir in uns immer wieder suchen müssen. Dranbleiben, auch wenn es einmal zäh ist, auch wenn ich feststelle, ja, ich komme nicht vorwärts, ich bleibe jetzt stehen, es tut sich nichts. Wenn ich dranbleibe, werde ich plötzlich wieder merken, jetzt geht's doch wieder weiter und ich komme wieder ein Schrittchen weiter. Es ist alles permanent im Fluss. Aber wir können uns nicht vorstellen, dass der Fluss ständig nach oben geht. Da kommt auch immer wieder was, was uns dann, wo uns dann auch eine Gewohnheitsenergie der Faulheit packt und sagt, komm, lass doch bleiben. Was soll ich denn? Also ich zum Beispiel habe heute früh genossen, hier nach Johanneskirchenherz fahren, auch wenn es ein bisschen längerer Weg ist. Ich habe heute schon die Diskussionen auch gehört, wie lange bist du gefahren, wie lange bin ich gefahren. Ich fand es toll, habe gesagt, wunderbar, toll, ist ein bisschen mehr, ist eine andere Strecke. Ich habe mich richtig gefreut. Und es ist auf gar keinen Fall für mich jetzt ein Grund, wo ich sage, jetzt habe ich eine Stunde mehr, jetzt muss ich schauen, dass ich den einen oder anderen Achtsamkeitstag ausfallen lasse, weil es so weit ist. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Und mit dieser Tatkraft bewässern wir auf der einen Seite die Freude und das Glück. Und das Nächste, was so wichtig ist, was wir permanent bewässern sollten, ist die Achtsamkeit, Smriti. Das ist eine Formation des Geistes. Die Achtsamkeit ist eine Formation, eine Mental Formation, sagt Thay. Und diese Formation sollten wir in uns wach halten. Weil mit dieser Achtsamkeit können wir mit all den anderen Formationen und Gefühlen, die da sind, vernünftig umgehen. Das heißt, wir sollten immer wieder versuchen, diese Achtsamkeit in uns so zu bewässern, dass sie aus dem Speicherbewusstsein herauskommt und wirklich in unserem aktuellen Tagesbewusstsein da ist. Und die wird am Anfang immer wieder verschwinden. Und ganz am Anfang ist er eigentlich mehr weg wie da. Und irgendwann ist sie öfters da, aber meistens weg. Und irgendwann ist sie immer, immer öfters da. Und irgendwann dreht sich das von halbe halbe und dann ist sie noch ein bisschen öfter da. Also ich bin noch weit davon entweg, dass ich sage, sie ist fast immer da und fast nie weg. Aber das ist individuell unterschiedlich. Aber es ist eine Übung, immer wieder diese Kraft der Achtsamkeit zu bewässern. Im nächsten Schritt geht es um die Aktivitäten unseres Geistes, um andere Gefühle. Wir haben also Freude und Glück schon berührt. Jetzt schauen wir, was da noch so ist. Ich atme ein und nehme die Aktivitäten des Geistes in mir bewusst wahr. Ich atme aus und nehme die Aktivitäten des Geistes in mir bewusst wahr. So ist die Übung. Wir sind ja schon alle ganz richtig gut Praktizierende und wenn wir hier im Hier und Jetzt und in diesem Raum gut angekommen sind, ist alles schon ganz schön ruhig in uns und die Aktivitäten unseres Geistes sind positiv, weil sie von Glück und Freude schon bewässert wurden. Aber vielleicht ist da noch mal was. Vielleicht steckt da tief doch noch mal ein bisschen Eifersucht, ein bisschen Gier und Wunsch. Oder sowas da.
Und deshalb habe ich gesagt, wenn jetzt präsent diese Formation der Achtsamkeit da ist und ich schaue mir jetzt an, ich habe die Freude bewässert und das Glück und habe wirklich meine Achtsamkeit präsent, dann kann ich mir jetzt sehr wohl anschauen, zum Beispiel die Eifersucht. Und ich kann sie mit der vorhandenen Achtsamkeit wirklich umarmen oder den Ärger oder was da auch ist. Ohne diese Formation der Achtsamkeit können wir mit diesen unheilsamen Gefühlen ganz schlecht umgehen. Da galoppieren die davon. Also brauche ich wirklich die Achtsamkeit wie ein Freund, die ist da und kann das nehmen. Teil hat da immer dieses schöne Bild von diesem schreienden Baby. Das kriegst du nicht ruhig, wenn du hinbrüllst, das kriegst du nicht ruhig, wenn du draufhaust, sondern du musst es nehmen und schaukeln und dann wird es stiller. Und dann gibt es eine weitere Qualität, die wir in uns immer wieder berühren sollten. Das ist Prashrapti, die Ruhe. Wir sollten immer wieder versuchen, Stopp zu sagen und rauszukommen aus der Hektik und in die Ruhe hinein. Wir haben uns jetzt die Aktivitäten angeschaut und wir wollen einfach versuchen, mit den Formationen, die jetzt dastehen, einfach, wie ich erst schon gesagt habe, aus diesen extremen Spitzen hinauszukommen und ruhig, dass wir ganz langsam ruhig werden, wie ein Bergsee, wo sich Berg dann drin spiegeln, ruhig werden, wie eine geschüttelte Flasche mit schmutzigem Wasser, so ruhig, dass sich dann irgendwann der Schmutz absinkt zum Boden und plötzlich habe ich dieses Wasser klar. Das ist eine Qualität, die sollte man immer wieder versuchen zu berühren. Ich atme ein und lasse die Aktivitäten meines Geistes ruhig und friedvoll werden. Ich atme aus und lasse die Aktivitäten meines Geistes ruhig und friedvoll werden. So ist die Übung. Wenn die Achtsamkeit vorhanden ist, funktioniert es, dass ich zur Ruhe komme. Dann bin ich hier und jetzt und dann sind diese ganzen Gefühlswallungen weg. Wenn die Achtsamkeit nicht vorhanden ist, kriege ich ein Problem und fange an, unruhig zu sitzen. Wir sind jetzt auf der 8. Stufe. Diese 16 Stufen des bewussten Atmens sind eigentlich in 4 Teile unterteilt. Die ersten 4 Anteile betreffen den Körper. Die zweiten 4 Stufen, unsere Gefühle, unsere Aktivitäten des Geistes. Die nächsten 4, den Geist selbst. Und die letzten 4, die Objekte unseres Geistes. Diese 4, Körper, Gefühle, Geist und Objekte unseres Geistes, werden auch in dem Satipatthana Sutta als 4 Verankerungen der Achtsamkeit behandelt. Diese beiden Sutren sind also relativ ähnlich. Und wenn ich da dann wirklich in die Tiefe gehe, dann ist es mir möglich, wirklich tief zu schauen, wenn ich da die ganzen Voraussetzungen dazu mitbringe, Zusammenhänge zu verstehen und wirklich in die Tiefe zu gehen. Gehen wir in die neunte Stufe. Ich atme ein und nehme meinen Geist bewusst wahr. Ich atme aus und nehme meinen Geist bewusst wahr. So ist die Übung.
Was wir versuchen wollen, ist, Körper und Geist zusammenzubringen. Weil Körper und Geist, das sind wir, das ist unsere Einheit. Wenn das getrennt ist, der Körper ist da und der Geist macht was anderes, dann kommen wir nie in wirklich unsere Soheit. Und der Geist ist ein ganz kompliziertes Ding. Da gibt es viele Anteile. Der Geist ist manipulierbar durch unsere Wahrnehmungen. Es geht los bei den Sinnesorganen, die irgendwas wahrnehmen und es dann weitermelden und der Geist es umbaut. Und dadurch gibt es die verschiedenen Geistbewusstseinsebenen, die dann unseren Geist sehr verwirren können und dauernd irgendwo anders hinführen. Das heißt, wir schauen und wir hören gleichzeitig und bringen das beides nicht zusammen. Das heißt, ich schaue beim Autofahren aus der Scheibe und fahre Auto und gleichzeitig höre ich Radio. Das funktioniert dann irgendwie nicht, da bin ich bei beiden nicht ganz dabei. Der Geist besteht aus einem Tagesgeistbewusstsein und aus einer viel tieferen Ebene. Das ist das kollektive Speicherbewusstsein und Geistbewusstsein. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte, wie das alles strukturiert ist. Da möchte ich gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Auf jeden Fall gibt es viele Anteile, die diesen Geist permanent irgendwo spazieren gehen lassen. Und das kennen wir. Diese Spaziergänge dieses Geistes. Gerade wenn wir uns hinsetzen, irgendwo reinkommen und dann geht das erstmal. Dann geht die Mühle los durch so viele, nicht nur die Wahrnehmungseindrücke, sondern viele andere Anteile in diesem Geist auch, die diese Unruhe reinmachen. Und da geht es einfach an, und das ist einfach so ein Modell, das Teil auch immer aufzeichnet. Es ist wie so ein Kreis, wenn ihr euch das vorstellt, also zweidimensional, der so in der Mitte geteilt ist, wie wenn wir auf die Erdkugel schauen, und in der Mitte haben wir einen Äquator. Und in der tieferen Ebene sitzt sozusagen dieses Speicherbewusstsein, in dem alles drin ist. Das ist das kollektive Geistbewusstsein. Da sind die positiven und die negativen Samen drin. Und dann ist unser Tagesbewusstsein. Und dazwischen ist eine Barriere. Und diese Barriere, die ist durchlässiger oder schlecht durchlässig. Und diese Barriere ist ganz massiv beeinflussbar durch unseren Konsum. Und damit sind wir irgendwo wieder bei unseren Übungen der Achtsamkeit, unserer Ethik, die so wichtig ist, damit wir hier eine möglichst durchlässige Membran haben, dahingehend, dass wir positive Samen nach oben bringen, wie wir zu Beginn die Freude und das Glück und unsere Achtsamkeit, unser Mitgefühl, die Liebe und diese Dinge, die wir immer wieder berühren wollen, die dann wirklich in unser Tagesbewusstsein eindringen. Und dann, wie wir gerade geschaut haben, was ist da noch? Und wenn da negative Willenstendenzen da sind oder unheilsame Geistesformationen da sind, dass wir die dann mit der Achtsamkeit liebend in die Arme nehmen und sozusagen wegdrücken aus dem Tagesbewusstsein. Das ist nicht weg aus unserem gesamten Geistbewusstsein, das ist immer noch da. In jedem von uns ist der Ärger, in jedem von uns ist die Wut und die Eifersucht, das ist im kollektiven Bewusstsein, ist es drin. Aber wir können es austrocknen, wir können es ganz langsam immer kleiner werden lassen und wir können versuchen, dass wir es womöglich nicht bewässern. Teil nennt es selektives Bewässern. Also wir bewässern die positiven Samen und wir schauen, dass wir die anderen Samen möglichst wegtun. Und da ist immer wieder die Freude so wichtig, weil mit der Freude können wir einfach wunderschön selektiv bewässern. Wenn ich wütend bin und ärgerlich bin, wie will ich Mitgefühl bewässern? Wenn ich eifersüchtig bin, wie will ich Liebe bewässern? Dagegen, wenn ich das Gefühl der Freude und des Glück in mir stark habe, dann kann ich sehr wohl Liebe, Mitgefühl und all die anderen positiven Dinge in mir groß werden lassen und einfach üben, immer wieder üben, wenn man da sitzt, dass die Dinge immer mehr präsent werden. Ich atme ein und lasse meinen Geist glücklich und leicht werden.
Ich atme aus und lasse meinen Geist glücklich und leicht werden. So ist die Übung. Wenn wir dann spüren, dass Formationen wie Glück und Leichtigkeit präsent sind, dann ist eine weitere Qualität, die wir üben müssen, Samadhi, die Sammlung. Karl hat immer gern von Einspitzigkeit gesprochen. Wie ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, nee, also das bist du überhaupt nicht. Und Vielspitzigkeit hat doch was, weil da kannst du ein paar Sachen gleichzeitig machen. Ich habe das gar nicht kapiert. Hat lang gedauert, bis mir wirklich klar war, was diese Einspitzigkeit bedeutet. Dann habe ich es erst verstandesmäßig begriffen. Da war ich aber immer noch weit weg davon, es wirklich zu fühlen und zu erleben. Und wirklich dahin zu kommen, dass wirklich ich auf den Punkt gehe. Und dieses Ding, man muss das eigentlich betrachten wie eine Lupe. Das ist sozusagen das Medium, wenn wir den Sonnenschein haben und eine Lupe, und wenn die Sonne durch die Lupe scheint, dann komme ich wirklich genau auf den Punkt. Und wenn ich diese Sammlung machen kann, dass ich also wirklich da auf diesen einen Punkt hinkomme, dann kann ich mir diesen einen Punkt sehr, sehr tief anschauen und auch tief verstehen. Ich habe begriffen, dass tiefes Schauen mit einer Mehrspitzigkeit nicht funktionieren kann. Das habe ich dann irgendwann kapiert. Tiefe Schauen geht immer nur, wenn man wirklich einspitzig da ist und wirklich sich dann um ein einziges Ding kümmert. Also auch immer wieder üben, das geht nicht von selber, sondern immer wieder üben, dass wir in diese Sammlung kommen und Samadhi in uns berühren. Ich atme ein und sammle meinen Geist. Ich atme aus und sammle meinen Geist. So ist die Übung. Wir hier im Abendland sind sehr gut gewohnt, Pläne zu machen, Konzepte zu machen, die Dinge auszuklügeln, und so müssen sie dann gehen. Diese Konzepte und die Pläne, die binden unheimlich viel Energie. Bei meinen vietnamesischen Freunden sehe ich, dass die viel, viel weniger Konzepte und Pläne haben. Von daher ist es auch immer so, wenn ich nach Vietnam gehe, dann weiß ich eigentlich vorher gar nicht, was wird da passieren. Wir haben einen sehr, sehr groben Rahmen und der Rest läuft. Und wenn ich dann meine, so könnte es jetzt gehen, dann wird es wahrscheinlich zum Schluss alles ganz anders gehen. Und oft ist sogar die Reihenfolge der Tage anders und ganz zum Schluss ändert sich auch noch die ganze Reiseroute. Das ist einfach die Art der Vietnamesen. Also Asiaten tun sich da ein bisschen leichter, Konzepte gehen zu lassen. Die haben schon auch Konzepte, die sind anders, vielleicht nicht so offensichtlich wie bei uns, aber sie haben Konzepte. Und es ist einfach wichtig, wenn ich meinen Geist leicht machen möchte, dass ich wirklich Konzepte und Pläne einfach mal gehen lassen kann und einfach nur bin, im Hier und Jetzt. Ich atme ein und befreie meinen Geist. Ich atme aus und befreie meinen Geist. So ist die Übung.
Also unser Geist frei ist von Konzepten, einspitzig und freudig. Dann können wir beginnen, tief zu schauen und sozusagen die Objekte unseres Geistes zu ergründen. Versuchen herauszufinden, was wirklich ist und wahr. Wir singen das fast jedes Mal. Das wirklich herauszufinden, was ist wirklich, was ist wahr, das erscheint. Und wenn ich nicht an den Punkt gekommen bin, dass ich diese Ruhe in mir habe, dass ich diese Einspitzigkeit habe, dann werde ich einfach, dann begreife ich nicht, was geht da wirklich vor. Und eine weitere Qualität, das nennt man Dharma Pravikaya, ist die Ergründung dieser Wirklichkeiten. Eine der Wirklichkeiten ist die permanente Unbeständigkeit. Wenn ich Konzepten verhaftet bin, kann ich mit dieser Unbeständigkeit überhaupt nicht umgehen. Für viele ist diese Unbeständigkeit was, was wahnsinnig traurig macht. Und dann können sie nur von der Vernunft her begreifen, dass es die Unbeständigkeit braucht, weil es einen ständigen Fluss braucht. Aber es ist schon schwierig zu begreifen, wie freudig es ist, dass die Dinge im Fluss sind und dass es vorwärts geht und dass nur durch diese Unbeständigkeit dieser Fluss ständig aufrechterhalten wird und es ständig sich dreht. Wie grauenhaft wäre, wenn das stecken blieb. Da hätte man wohl keine Unbeständigkeit, es würde stecken. Es ist gut so, dass es ständig weitergeht. Und dieses ständige alles im Fluss sein und diese permanente Unbeständigkeit lässt uns natürlich auch älter werden und gibt uns vielleicht in dieser Manifestation einen Rahmen, wo es mal so in dieser Manifestation beginnt und in dieser Manifestation in dieser Art aufhört. Aber der Fluss, nachdem zum Schluss ja wir nicht aus dem Nichts kommen und jetzt ist da Start und da ist dann Ende, ist dieser Fluss völlig in Ordnung und hat was auch sehr, sehr Freudiges. Es ist wunderschön, wenn wir krank sind und diese Krankheit ist unbeständig und hört wieder auf, wenn Schmerzen da sind und diese Schmerzen sind unbeständig und hören wieder auf. Gut, und wenn was wunderschön ist und ich habe es wirklich im Hier und Jetzt tief genossen, dann kann nichts und niemand mir diesen wunderschönen Augenblick nehmen. Der kann mich eine Zeit lang nähern, aber ich darf mich nicht daran festhalten, weil es wird dann bestimmt gleich wieder was Wunderschönes kommen. Und damit ist diese Unbeständigkeit einfach was ganz Großartiges. Ich atme ein und beobachte die unbeständige Natur aller Phänomene. Ich atme aus und beobachte die unbeständige Natur aller Phänomene. So ist die Übung. Wenn ich diese Unbeständigkeit wirklich tief begriffen habe, dann werden plötzlich die Wünsche, die Sehnsüchte, die Gier, Gier ist sehr negativ, aber auch natürlich Wünsche ist ja im Prinzip nichts anderes wie irgendwelche Begierden, das wird dann kleiner, das kann dann kleiner werden. Weil Wünsche basieren auf Konzepten, da will ich irgendwo hin, da passt die Unbeständigkeit nicht dazu und damit sind diese Wünsche irgendwo nur dazu verurteilt, dass sie früher oder später zur Enttäuschung führen. Habe ich aber tief begriffen, dass Unbeständigkeit da ist, dann kann ich als nächstes auch eine Wunschlosigkeit berühren. Einfach auch in dem Sinn, die Dinge richten sich schon so, wie sie sein sollen. Durch Thomas kommt mir immer wieder das Ei-Wei, das ich von Karl natürlich kannte, war dann mal kurzzeitig weg, er sagt es sehr oft, ich habe es auch wieder in meinen Sprachschatz wieder übernommen, es ist, wie es ist. Und so ist gut.
Und wenn ich in der Basis stehe und richtig stabil dastehe, dann brauche ich keine Wünsche und dann kann ich mit dem Ganzen rumgehen und ich werde ständig, kommen wunderbare Sachen auf mich zu. Ich atme ein und beobachte das Erlöschen der Begierde. Ich atme aus und beobachte das Erlöschen der Begierde. So ist die Übung. Ich atme ein und betrachte die vollkommene Befreiung. Ich atme aus und betrachte die vollkommene Befreiung. So ist die Übung. Und abschließend gibt es noch eine Qualität, die wir immer wieder berühren sollten. Damit habe ich immer wieder große Probleme. Das ist Gleichmut Upeksha. Das bedeutet, ich sollte akzeptieren, dass die Dinge so sind, wie sie sind, und ich sollte loslassen können. Und wenn ich diese unbeständige Natur begriffen habe, dann komme ich auch in den Gleichmut und dann muss ich nicht immer wieder diesen Druck reingeben und immer wieder vorwärts. Und sicher sind wir hier im Abendland schon so aufgewachsen, dass man pushen muss. Die Leistungsgesellschaft ist genau das Gegenteil von Gleichmut und Upeksha. Und es ist alles, was außenrum passiert. Unser ganzes Wirtschaftssystem, alles läuft nicht mit Gleichmut. Und ich muss sagen, seitdem ich ein bisschen versucht habe, Gleichmut in meine Zahnarztpraxis reinzubringen, im Umgang mit meinen Patienten und im Umgang mit meinen Helferinnen, spüre ich, dass sehr viel mehr Friede da ist. Das so zu machen, dass es wirklich perfekt ist, davon bin ich sicherlich noch weit, weit weg. Und ich muss immer wieder und jeden Tag und jede Woche üben, Dinge einfach loszulassen. Loszulassen, nicht wollen, dass sie so gehen, wie sie es, sondern einfach sagen, ich lasse es und so wie es ist, ist es und es ist gut so. Und das ist sozusagen eine Qualität, die wir einfach ständig immer wieder berühren müssen und uns klar sein müssen, dass wir loslassen. Ich denke, das ist was, was an allen einfach an uns haftet, gerade auch sehr kulturbedingt in der Umgebung, in der wir aufwachsen. Ich atme ein und betrachte das Loslassen. Ich atme aus und betrachte das Loslassen. So ist die Übung.